Was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und guck mal, wo ich stehe. Vor Eurowep, dem Lager von Eurowep hinter der Kamera. Nick, Euro in Germany. Grüße gehen raus. Genau, wir werden heute mal eine kleine Tour durchs Lager machen. Mal schauen, was ist da vor Ort, was nicht. Checkt auf jeden Fall unser Merch ab. Checkt Eurowep aus. Link von beiden in der Beschreibung. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Schreibt gerne einen Kommentar. Bestellt ihr bei Eurowep, habt ihr schon mal bestellt. Ich würde sagen, hinter der magischen Tür findet sich einiges. Auf geht's. Rein. So. Noch nie hier gewesen vorher. Das erste Mal tatsächlich. Hier stehen auch Bestellungen rum. Was sieht man hier? Rauch, Bengal, ganz am Anfang. Von Argento, Blackbox, alles am Start. Wundervoll. Schön gefüllt sogar. Aber ich glaube, das einzige mit dem Lager. Die haben gesagt, dass es ziemlich leer sein soll. Hier auch die ganzen Bengalos von Nico. Hier das Orange, das habe ich noch nie in echt gesehen tatsächlich. Das ist interessant. Da sind die Jungs von Pyrostop. Und da sind noch ein paar andere Manager, Julian und die Jungs. Hier, genau, noch weiter. Auch diese geilen Titan-Bengalos von Argento. Da haben wir eins geschenkt bekommen vom Zuschauer. Sollen wir auch mal testen. Übel cool. Dann ist das aber, glaube ich, das Uninteressanteste von allem. Da drüben sieht es größer, toller, interessanter aus. Nämlich geht es so in den Bereich. Von wo wollen wir da starten? Ja, ich würde auch sagen, gehen noch rechts erstmal. Bisschen Party-Stuff hier. Genau. Von der EM noch diese ganzen Deutschland. Hier sind Sticker von Pyrowep, oder? Ja, ja. Ja, ja, Pyrowep. Ja. Hier Dumbum. Ja, nee, von Stream, Streambombenrohre. Ja. Funkeböller. Alter, hier fliegt einiges rum. Macht man die überhaupt durch? Kannst du überall langlaufen. Okay. Guck mal hier oben, Blitzbengalo gelb. Boah, nicht schlecht. Ja, hier ist noch alles eingepackt. Das sind auch die ganzen Rauchsachen, ne? Ja. Boah, das sieht schon krass aus. Hier vorne geht so eine ganze Wand. Verbinden. von der Smoke Elephant. Junge, Junge, Junge. Sieht schon ordentlich aus, das kennt man hier auch aus dem Video schon, die man gesehen hat, was man da war. Kann man direkt mitnehmen hier für 89 Euro. Einfach reinpacken, ja. Dann hier auch aus der Eigenmarke, die Elementum von Pyrowep. Ja, die ist wirklich stark, muss ich sagen, also die Eigenmarke. Haben wir uns auch einmal geguckt, ja. Wir haben ein paar Sachen von der Eigenmarke bestellt. Hier die Raptor, die gab es damals, wenn die das hier bestellt haben, die hätten wir so safe mitgenommen. Ich weiß nicht, kennt man das? Ja, warte, ich geh mal hin, aber... Die Raptor. Ja, die ist aber auch aktuell schwer zu bekommen. Also es ist auf jeden Fall, die sind alle schon verkauft, würde ich sagen. Sonst gibt's auch gar nicht mehr. Hier auch, die K-Minus. Die haben wir, glaube ich, bestellt. Werdet ihr oder habt ihr dann schon im Unboxing gesehen? Ich weiß nicht, ob das schon alles ist. Ja, dann wo gehen wir weiter? Hier von Star Trade. Oh, nice, ja. Auch noch nie gesehen in echt. Hole ich wahrscheinlich auch noch. Ja? Das im anderen Video. Dann hier, die ist auch gerade neu rausgekommen von Funke. Argento kriegt man bald wieder zu bestellen. Die ist dann, glaube ich, wieder neu gegangen. Okay. Ja, aber ich glaube, die neue Charge war nicht ganz so stark. Genau, hier geht es auch noch immer weiter rein. Hier ist noch so viele Verbünde am Start, noch mehr Elementums. Hier auch noch irgendwelche Verbünde, die ich noch nie gesehen habe von Leslie, glaube ich. Sieht so aus nach Leslie? Ja, sieht nach Leslie aus, könnte... Ah, hier steht es, Leslie. Ja. Afterburner. Sehen eigentlich ganz fett aus. Guck mal, hier sind doch noch alte D-Böller. Oh, und ja. Den. Auch von Leslie. Ja. Und wo es letztes Jahr ein Schinken bestellt. Geholt. Gott, nicht schlecht gewesen. Ja. Oh, hier noch Funkeware. Ja, jetzt wird's interessanter. Alter. Ja, die kriegst du gar nicht mehr. Also die sind komplett... Damit müssen wir Thumbnail machen später noch. Nehmen wir uns ein paar auf die Hand oder so. Die ist auch nicht schlecht, die hatte ich auch mal. Stimmt, die habe ich auch schon mal. Ja. Hier auch richtig gut, Talia. Oh. Ja. Ja, die hatten wir auch letztes Jahr. Die Fiori hatten wir letztes Jahr. Guck mal hier, die haben auch erhoben Launster Batterien noch. Ganz cool. Ja. Also, da gehen wir hier, würde ich sagen, wieder... Oh, guck mal hier rechts. Von Magnum. Von Magnum, Santa Domingo, auch richtig guter Verbund. Oh. Magnum haben wir auch einen Verbund bestellt tatsächlich. Hier. Die sind gut, kann man sehr empfehlen. Hier Zink Z2, Z1 gibt es ja auch leider nicht mehr wirklich. Ha. Gucken wir, ob die nochmal kommen dieses Jahr. Bin gespannt. Hier die ganzen Magnum Städtebatterien. Ist auch einige von, ich weiß nicht wie viele insgesamt. Ja, ist so eine Serie, ne? Ja, ja. Sehen auch. Relativ interessant aus eigentlich. Da müssen wir eigentlich mal testen, wa? Ja, mal dumme Fragen. dann hier, das ist doch eine Neuheit, oder? Zeig mal. Die Titanium. Ja. Ja. Gibt es auch in mehreren Farben. Die haben wir uns auch noch nicht geholt. Wird sich eventuell auch noch ändern. Hoffentlich. Unsere Raubbestellung ist ja noch nicht getätigt tatsächlich.
Hier die Future Hulk hatten wir letztes Jahr gehabt. Dann hier Premium. Fiakeo. Ja. Wundervoll. Guck mal, hier sind auch römische Lichter noch von Funke. Ich glaube, die Nummer 2 von der haben wir uns sogar bestellt von der Thunderbolt. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was wir uns alles bestellt haben. Werde die Video, die waren auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja. Werdet ihr auf jeden Fall im anderen Video dann sehen, später noch. Und seht ihr diesen Anblick, wie ihr auf meinen Rücken schaut. Einfach nur wundervoll. Kommt da jetzt der Werbefuchs? Der war vielleicht schon. Der Werbefuchs hat sich eingestechen und zwar haben wir jetzt endlich unseren ersten eigenen Merch rausgebracht. Wir haben für euch T-Shirts, Pullover und Tassen. Genau, 3 verschiedene Designs haben wir, das, das und das, in verschiedene Farben, die wir hier anbieten. Genau, erster Link in der Videobeschreibung. Checkt's gerne aus, überzeugt euch selber und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Und hier, Alter. Ja. Sieht man auch gar nicht mehr. Wieso haben die noch so viele davon? Das sind alle verkauft, alle verkauft schon. 100%. Die ist so krass gewesen, wir hatten die letztes Jahr. Das hier, die Nuklear, die haben wir auch noch zu Hause rumfliegen. Aber von den Salutbatterien von Funke kommen noch mal, oder auf Argento kommen noch mal welche nach. Also da kommen wahrscheinlich noch was. Denke ich mal. Und guck mal hier. Schon hier vom Shoppen, ja. Ist hier Dumbum? Auskleben. Die Dumbum-Bom, wo wir gar nicht? Weiß gar nicht. Aber guck mal hier, die ist auch gut. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ja. Das ist auch noch eine neue Kunde. So eine, die hast du Krawallmuster. Hast du die Krawallmuster? Hol ich. Ja, die habe ich gesehen. Hol ich auch. Wahrscheinlich. Ja, die ganzen 7 Schüsse. Aber nicht mehr viele da. 8? Wie viele haben die? 8? 7 Schuss. 7 Schuss. 7 Schüsse von Argento. Ja. Oder. Albert. Hier, guck mal, diese komischen Blackbox-Böller mit Plastik. Die haben so eine Plastikkappe. Musst du rüber und packen rund. Dumm und ja. Kann ich auch nicht. Ah, nee, sieht man nicht. Okay, schade. Dann hier Megamind. Gute Teile. Ich glaube, die haben uns sogar bestellt und die ist irgendwie rausgeflogen aus dem Warenkorb, als wir die bestimmt ausgeschlossen haben. Irgendwas ja, schade. Oder vielleicht haben sie doch, keine Ahnung. Das sieht schon krass aus hier, finde ich. Hier die Aikido kriegt man auch eigentlich gar nicht mehr. Ja, guck dir mal das Design an, wie alt das ist. Stimmt, das ist das ganz alte. Das gab es auch im Polenmarkt auch. jetzt kommen wir so in die Raketen. Das ist so wie eine Neuheit, ne? Die falschen Raketen. Ja. Aber finde ich persönlich ziemlich Quatsch. Ja, von früher, ne? Aber. Ist halt oldschool, ja. 30 Euro oder so kosten die. Ist halt nur ein Komet, ne? Also, ich sie kaufen will, sind auch noch einige da. Also, schlag zu, wenn ihr. Falsche Raketen haben wollen. Dann hier aber wieder Premium. Nämlich Zink. Zink Raketen, ja. Also. Noch nie gab es so ein Blumenschoss von Zink. Ich glaube, Familiensortiment. Teilweise fliegen ja auch irgendwelche komischen Sachen rum, ne? Ja, oder ein bisschen teilweise Unordnung war, habe ich das Gefühl. Also, aber die werden ihr eigenes System haben. Ja, guck mal hier, Z1 auch. Gerade. Hier VE Z1. Also, die Frage aus dem anderen Video. Sind noch mehr Z1. Jetzt kannst du auch mal eine VE Z1 in der Hand halten. Stimmt, aus dem Q&A-Video. Ja. So. VE. Ja, Lasse, sag mal, wie fühlt sich das an, so eine Z1 in der Hand zu halten? Wundervoll. Alter, da haben die noch so viele davon da, nicht einen im Shop. Guck dir mal an, wie viele VE. Ja. Ja, die neuen. Oh, die sind geil. Ja, hab ich. Haben wir auch schon, bis auf die grüne, glaube ich, fehlt uns. Die habe ich auch bei mir im Lager stehen. Hier, ich glaube, das ist die Laser umgelabelt. Ja. Ja, in den Merlin. Discountern auch zu kaufen. Was gibt's hier noch? So, hier gibt's in F1 Richtung. Ja, Halloween. Guck mal hier, so Halloween-Sortimente, ja. Dann hier oben. Oh. Die wird da noch vorgeschossen, die Bombs. Ja, ich freue mich schon drauf. Das ist richtig geil, das Ding. Ich will die auch mal sehen. Wir haben die ja auch gekauft. Ich habe jetzt noch 6 Stück im Lager bei mir. Aber, okay, interessant, dass die hier stehen haben. Ja, okay, alles gut. Ja. Dorado-Raketen, auch geile Raketen, oder? Ja, absolut. Also, ich hoffe auch dieses Jahr kommen noch mal ein paar Raketen von Funke oder so. Hoffentlich. Ja. Was hier oben? Guck mal hier, Bellissimo. Oh, Bellissimo. Guck mal, aber ist eine Bestellung, ne? Oder lieber nicht rauf. Nee, aber sind keine Daten, alles gut. Hier noch Schinken. Auch. Die weiß man nicht, ob man die braucht, oder? Aber ja, aber Abela Schinken von selten. Kriegt man auch nicht mehr so oft, ja. Ja. Hier. Oh, ja. F3? Die ist so fett. Zeig mal her. Könnte sein von Tropic. Aber ich weiß nicht, ob die F3 Sachen hier stehen haben. Oh, sieht nicht gar nicht so aus, ne? Ist F2. Hier ist 500 Gramm. F2. Ja. Naja, sah. Verdächtig. Ah, guck mal, hier sind auch diese geilen Feuerfächer. Da kannst du auch mal einen rausholen. Die sind richtig nice. Ah, ja. Sehr ähnlich wie diese Python-Dinger da, ne? Ja. Die werden heute auch Abend vorgeschossen. Geil. Die sind richtig. Das ist wirklich. Gibt's auch in vielen Farben. Ja. Also wenn ihr noch Feuerwerk braucht, schlagt hier gerne zu, weil Pyro Web haben auch einiges
neue Ware bekommen. Auch Funke und so weiter ist wieder da. Ich würde die so gerne haben. Ja. Dr. Princess. Wenn die dieses Jahr kommt, dann wird die auch nochmal eingekauft. Von uns auch auf jeden Fall. Ja. Die brauchen wir, die ist richtig cool. Guck mal, hier gibt es Mörser. Und hier. Oh, das ist das ein richtigen. Die haben wir, glaube ich, sogar zu Hause rumfliegen. Nice. Das ist selten. Dann Mörser. Ja. Auch noch Nieren in der Hand gehalten, tatsächlich. Für Großfeuerwerke oder für. Einfach ein paar Shells für zwischendurch. Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Ja, oder? Doch, ich glaube ja. Aber ganz vorne waren wir noch nicht. Da. Ja, man verläuft sich hier schnell, ne? Ja. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal dort ganz durch, dann sehen wir uns da vorne gleich. So, jetzt sind wir angekommen im vorderen Teil, wo wir noch nicht waren, in die Richtung. Oh, hier steht eine Yggdrasil-Verfunke, die ist so krass, der Verbund. Hier liegen noch ein paar schwarze Salutraketen rum. Ja, geil, jetzt kann man auch schon ein paar Packen zu Hause rumfliegen. Dann geht es hier drüben weiter. Einiges noch vor, hier ein paar Knallfrösche von Funke. Keine Ahnung. Wenn es auch Videos gedreht von Max, Apple Explosion. Dann hier vorne, ein Rauch, haben wir schon einiges gesehen. Und hier sind wir reingegangen, ne? Ja, hier sind wir abgebogen, genau. Ja. Das war's. Guck mal, hier ist auch noch B-Böller. Auch selten. Ne? B-Böller gibt es auch kaum noch. Aber gucken, was dieses Jahr noch so rauskommt. Das stimmt. Hier auch eine Neuheit von diesem Jahr wieder. Also neu rausgekommen, neue Charge, die Aurora. Soll ja auch nicht schlecht sein, wir haben heute Abend auch vorgeschossen. Aber gut, ich würde sagen, das soll schon gewesen sein. Ihr seht, ich bin alleine. Fertig im Urlaub, der ist nicht hier. Aber trotzdem, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, checkt den Merch ab, checkt Pure Web ab. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.